Okay, Mom. Hast du dich nun entschieden? Ja, sorry, dass ich lange gebraucht habe. Wir retten die Welt. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Es ist Zeit, das Richtige zu tun. Es ist Zeit, meine Kräfte zu nutzen. Für Ethia. Und das wirst du. Du bist eine Tanta. Die Kraft schlummert in dir. Und auch deine Mutter steht dir bei. Let's go! Wie sie alle dieses Wow-Spam. Finde ich gut. Jedes Mal, wenn ein Drache auftaucht. Ich muss meinen Stuhl gleich reparieren, weil mir ist wieder eine Schraube rausgefallen. Aber ist okay, ich habe Ersatzschrauben bekommen. Ich habe sie nur noch nicht reingemacht. Storys sind doch total der Shit. Ernsthaft, Leute. Ja. Was? What? Nun bringen wir das Ganze zu Ende. Menschen von Shippon, elende Kreaturen Ethias, eure Zeit ist gekommen! Wir müssen helfen. Ich räume hier auf. Lass du den Mistkeller. Haltet durch, Leute. Haben wir's? Okay, sick. Ich bin mir sicher, wäre ich die Treppe einfach hochgegangen, wäre das schneller gewesen. What? Oh, hier ist noch einer. Was mich ärgert ist, ich glaube, ich hätte eigentlich noch ein relativ cooles Quest mit Ordin haben können. Und das habe ich jetzt einfach nicht gemacht, weil ich nicht weiß, wann das passierte. Es war auf jeden Fall so, nachdem sie sich gestritten haben, dass du da irgendwie nochmal hättest hingehen können und es wieder gut machen oder so. Und ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, dass ich das jetzt noch hier mal. Dass ich das jetzt hier hätte noch machen können, aber offensichtlicherweise irgendwie nicht so. Oh.
Aber das passt sich eigentlich ziemlich gut. So kann ich selber mal rausfinden, ob sich da jetzt irgendwas am Ending ändert. Mein Gott. Okay, ich dachte, da kommt noch mehr, aber dann war es das anscheinend. Junge, ich bin auch zu scheiße zum Ausweichen, Mann. Danke dir. Du bist unsere Rettung. Glaub, das waren alle. Okay. Okay. Die Gusseisenpfanne habe ich mir irgendwann mal von Amazon gekauft. Ach, come on. Was geht's? Hier lang! Komm schon! Lauf, Mami! Papi! Beeilt euch, verdammt! Papi! Papi! Komm schon! Warte. Okay. Sind das alle? Wusste nicht, ob du kommst. Ich auch nicht. War höchste Zeit. Ich bin gerannt wie eine Irre. Nein. Dass du Ethia als Heimat annimmst. Danke. Orden! Free! Bist du okay? Ja, soweit ja. Der Bruch aus Visoria stoppte endlich, aber dann kam es noch schlimmer. Ich weiß. Jetzt beruhigt euch alle! Ganz ruhig! Bitte, bitte, hier seid ihr in Sicherheit. Sicher? Was, Herr? Wir kauern hier in einem Archiv. Es ist irgendwo sicher. Hört mir zu. Bitte, ich flehe euch an. Gebt jetzt nicht auf. Hey! Hey! Alle mal herhören, Leute! Hey, hey, bitte, hör zu.
Ein Dämon kommt hierher. Und nein, ich bin's nicht. Okay? Ich kämpfe gegen ihn. Ich werde dem Wahnsinn ein Ende machen, aber ihr müsst mir eines versprechen. Ihr dürft nicht aufgeben. Es muss wieder Frieden herrschen in Aethia. Die Tantas hätten es so gewollt. Ihr müsst das bitte überleben, okay? Bleibt hier im Archiv. Hier seid ihr sicher. Let's go! Auf in den Kampf. Yep. Ich muss meiner Pflicht nachkommen. Dann wartet hoffentlich ein Leben als Katzenstreichlerin auf mich. Hier. Deck dich lieber gut ein, bevor du in den Krieg ziehst. Ich muss gestehen, es war schwer, dir zu verzeihen. Der Tod meiner Herrin, er traf mich sehr hart. Doch nun erkenne ich meinen Irrtum. Ich verleugnete die Wahrheit. Ich war Zeugin ihrer Verbrechen, aber ich wollte sie nicht als solche wahrhaben. Schwer zu verdauen, dass deine Tante Unschuldige getötet hat. Meine Blindheit amüsiert dich wohl. Ich wirklich. Hab deinen Boss umgebracht. Bitte. Ich muss es wissen. Wie sah ihr Ende aus? Ach, weißt du was? Vergiss es. Geh. Ich wache über jene, die hier Zuflucht suchen. Du hast auch deine Pflicht, was? Okay. Ich verlasse mich auf dich. Ich. Sie hat absolut recht. Lass uns unser Bestes geben. Ich lehre sie einen neuen Reim. Deine Weisheit wird mir helfen, die Bäuche dieser Kinder eines Tages zu füllen, da bin ich sicher. Doch bitte, sorge dafür, dass du es noch miterlebst. Sie hat absolut recht. Warte kurz, ich bitte dich. Du stellst dich einem Dämon. Dafür brauchst du das hier. Ich hielt dich für unsere einzige Hoffnung. Ja, hör auf. Ich werde ja ganz rot. Doch nein. Ich sehe es nun. Wir dürfen die Hoffnung nicht anderen anvertrauen. Wir müssen anfangen, selbst für uns einzustehen. Genau. Sag Bescheid, wie es damit läuft. Wäre schön, wenn ich euch nicht andauernd helfen müsste. Wir werden unser Versprechen halten. Aber du musst überleben. Wie geht's? Ein Schluck für unterwegs? Verzeih. Tja. Alte Gewohnheit. Und danke, dass du mein bescheidenes Gasthaus geschützt hast. Auch wenn ich nichts anderes von dir erwartet hätte. Tja. Schau mal wieder vorbei, wenn das alles vorüber ist. Du findest mich hinterm Tresen. Hier. Ha. Denk dran, das ist jetzt deine Heimat. Du gehörst zu uns. Lass uns unser Bestes geben. Hier sind wir sicher. Müssen wir jetzt alle sterben? Ach Quatsch. Frey wird uns retten. Wart's ab. Sie hat absolut recht. Ich tue, was du gesagt hast. Ich stelle sicher, dass wir überleben. Ich werde alles für diese Kinder tun. Du musst auch was erledigen. Stimmt's? Viel Glück. Gib gut Acht. Frey,
Du kannst hier alles uns überlassen. Dieser Eingang und die Leute da drin sind sicher, solange ich noch stehen kann. Und solange uns die Musik als Ansporn dient. Bitte, tu, was du kannst. Ich wünsche euch Glück, tapfere Helden! Ich kann euch leider nur ein Liedchen anbieten. Aber es gibt Leute, die sagen, dass meine bescheidene Kunst ihnen in diesen Zeiten Mut einflößt. Also spiele ich weiter, solange ich es denn vermag. Na komm. Ich weiß, sie ansprechen ist schwer nach dem, was wir gesagt haben. Es tut mir so leid, Frey. Ich hab dich unter Druck gesetzt. Das war falsch. Sei nicht albern. Ich tat dir weh. Ja, das habe ich wohl verdient. Hast du nicht. Es ist so schwer, selbst nichts ausrichten zu können. Sorry, mir fehlen manchmal einfach nur die richtigen Worte. Und ich hatte noch nie so jemanden wie dich. Oh, Frey. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich dir auch nicht. Ich rette die Stadt. Wart's ab. Frey, bitte. Versprich mir, dass du in einem Stück zurückkommen wirst. Du schaffst das schon, Frey. Ich glaube an dich. Geh und bring es zu Ende. Gut. Ich glaube, dann haben wir alles. Ich glaube, mehr kann ich dann eigentlich auch nicht machen. Kann ich hier noch irgendwie was rausreißen? Zeit für eine Lesestunde. Check hier kurz nochmal. Ich glaube, das ist beides noch nicht voll, ne? Genau. Nehmen wir das hier. Gut. Auf geht's. Der Endkampf wartet. Sei vorsichtig. Und zum Schluss noch mal ein bisschen Drakengard-Action hier. Sinter, Feuer!
Das ist halt schon krass imposant gemacht, Alter. Come on. Kannst du doch nicht machen! Du kannst dein Kind nicht vor mir retten! Damals nicht und auch heute nicht! Jetzt nicht. Es ist zu früh. Ich muss dir so viel sagen, dich so vieles fragen. Ich... Nein. Ich brauche keine Magie. Ich brauche dich. Bitte stirb nicht. Danke, Elfrey. Du bist mein allergrößtes Glück. Und ich werde immer bei dir sein. Liebes Kind. Piss und jetzt gibt's aufs Maul. Okay.
lass du lügen, das Stück Scheiße! Dann bist du eben ein hinterlistiges Stück Scheiße. Und tu nicht so, als wäre ich dir was schuldig. Ohne mich wärst du doch in diesem ollen Pfandhaus versauert. Du hast mich gebraucht. Oh mein Gott. Yo, holy shit. Ah, verdammt. Es war ein Versuch wert. Verdammt. Du solltest wegrennen. Geht fort. Nicht schlecht. Als ich lachte. Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Ach ja? Wieso klingst du denn dann so saunervös? Dies ist das Ende. Oh Gott, ich weiß nicht, wie die Steuerung funktioniert. Ich schätze, das war richtig. Ich bin stur, schon vergessen? Das weißt du besser als jeder andere. Oh, Alter! Oh. Ah. Ich will dich leiden sehen! Sofort stehen bleiben! Hier war ich! Wo willst du hin? Uiuiui.
Doch hast du mich nicht besiegt. Nein. Bin ich. Die Rache ist mein. Das wirst du wissen, Frank. Nein, du wirst. Sorry. Ich lass dich St. Paul nicht zerstören. Wut und Verbitterung. Aber ich sehe deine. Du bist sauer auf die Tantas. Du würdest alles tun, um dich zu rächen. Und es stört dich nicht, wenn Unschuldige dafür sterben müssen. Ich habe einen Auftrag erfüllt werden. Ich habe dein Bullshit so dermaßen satt. Du bist verantwortlich für dein Handeln. Nicht weg! Gott. Ich dachte gerade, das Spiel crasht gleich einfach. Glaubst du, dein Sieg wird für Gerechtigkeit sorgen? Gerechtigkeit ist mir scheißegal. Ich will dir einfach nur in den Hintern treten. Ich wurde geboren, um Ethia zu vernichten. Seine Bewohner, seine Tantas, alle müssen sterben. Oh wow, okay. Cool. Vor meinen Problemen fliegen und auch nicht vor dir.
Oh Gott. Ich darf nicht verlieren. Bringt wir es zu Ende. Bereit, rein? Und nice. Ralf, ich kapiere nicht, wieso. Du wirst es nie kapieren. Wie könntest du? Du nutzloses, niederes Wesen. Hast recht. Vielleicht kann ich's nicht. Aber eins ist sicher, du bist nicht allein. Auch wenn's dir so vorkommt. Oh, bitte. Was? Girl Power! Nirgendwo hin. Und ich auch nicht. Frey! Steh auf, Mädchen! Was liegst du denn da so faul? Was ist passiert? Tantas Segen! Du hast gesiegt! Echt jetzt? Echt jetzt?
Und das war's. Ihr habt's überstanden. Fast. Aber ihr habt das Hauptspiel überstanden. Wir haben Forspoken durchgespielt. Und auch beim zweiten Mal durchspielen fand ich es jetzt halt echt nicht so shit, wie alle damals getan haben. Tatsächlich fand ich es sogar noch besser, weil es auf dem PC einfach nochmal besser läuft und besser aussieht und weil sie einfach super viel Quality of Life Kram reingepatcht haben. Kann mich halt echt nicht beschweren, so. Also ich find's halt voll in Ordnung. Noch ist nicht Xenoblade Chronicles X Time. Ihr müsst noch einmal das Postgame noch abwarten und den DLC. Aber dann geht's los. Es gibt noch ein Post-Credit-Ending. Das ist relevant, daher... Also ich bleib weiterhin bei den Aussagen in meinem Review, dass das Spiel halt eigentlich voll gut ist, so. Es ist halt, Gameplay macht Spaß, finde ich. Sieht halt hübsch aus. Durch die Welt zu rennen ist halt echt spaßig, so. Also für ein 20 kann man das auf jeden Fall machen. Also ich finde, es gibt schlechtere Spiele, die ein Studio killen sollten, als das hier. Kedo! Sorry, ist lange her. Ich weiß. Einsam? Nö, du sitzt bestimmt vollgefressen auf dem Sofa mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Bin so busy in letzter Zeit. Ja, tja, weißt du, war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Dämonen töten, das bleibt unter uns. Aber ich bin eine echt große Nummer. Ganz ehrlich, ich bin jetzt eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Ich meine, ich hab's ja nicht so mit dem ganzen Heldenkram, aber... Also, sag Richterin Bird einfach, dass ich ihren Rat befolgt habe, okay? Ich nutze mein Talent jetzt zum Wohle anderer. Sag ihr Danke für das Geburtstagsgeschenk. Ich hätte mich gerne persönlich bedankt, aber ist wahrscheinlich besser, du richtest es ihr aus. Heute war echt ein ziemlich guter Tag. Wäre schön, wenn es so weitergeht. Aber wir wissen beide, dass es so nicht laufen wird. Hör zu. Wenn du je einsam bist, vergiss eins nicht. Denk immer dran. Du bist nicht allein. Selbst wenn niemand da ist, der dir hilft, du keinen Ausweg siehst und nicht weißt, was du tun sollst, gib die Hoffnung nicht auf. Du glaubst vielleicht, das Leben wäre sinnlos und du wärst allen egal. Aber das stimmt nicht. Du wirst gebraucht. Selbst wenn du es nicht siehst. Und klar, jeder baut zwischendurch mal Mist. Aber irgendwann findest du den Heimweg, wie ich versprochen. Schau mich nur an, Tanta Frey. Tochter Sintas, Beschützerin Ethias. Wir sehen uns wieder. Ehrenwort. Du kannst dich drauf verlassen.
Also bis dann. We did it! Das war's! Oh, voll gut! Homer hat Frey ein letztes Mal sehen können! Zumindest reime ich mir das so zusammen, dass das so war. Das Gameplay kommt jetzt als Let's Play auf YouTube. Also die ersten irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 11 Parts sind hochgeladen, aber noch nicht freigeschaltet. Und jetzt, wo ich es durch habe, kann ich ja anfangen, halt endlich mal die Thumbnails und alles zu machen. Und jetzt, wo ich auch das Gameplay vom ganzen Spiel habe, kann ich nochmal so ein ausführlicheres Video machen, wo ich nochmal so meine Gedanken zu der ganzen Sache zusammenfasse, was ich schon seit Ewigkeit mal machen wollte. Daher ja, freue ich mich drauf. Ich glaube, das ist leider jetzt nicht so super aufregend. Ich glaube, hier passiert auch nicht viel, außer dass wir einmal alle sehen, die hier mitgearbeitet haben. Warte, was hat denn Valve mit der ganzen Sache zu tun? Frey, Sipal blüht auf, seit du den Bruch vertrieben hast. Aber er ist noch da draußen, in allen Reichen. Und ich schaff's immer noch nicht, ihn loszuwerden. Wenn ich nur wüsste, wie es geht. Ich studiere weiterhin Vaters Notizen zur Umkehr des Bruchs. Vielleicht finden wir beide ja eine Lösung. Ich glaube, wenn jemand sie gekannt hätte, dann Bob. In der Tat. Weißt du, der Rat hätte dich gern als Mitglied. Dass wir am Leben sind, verdanken wir nur dir. Okay, hör mal. Glaub nicht, ich hätte das alles für Athia getan. Newsflash, so selbstlos bin ich echt nicht. Klar. Hey, also, die Nummer mit dem Rat, nichts für mich. Aber ich wüsste jemanden, der sich gut machen würde. Wen? Du, Dummerchen. Du hältst den Laden hier doch quasi zusammen. Du hast Mumm. Du versorgst die Kranken. Du machst allen Mut. Ich kenne keine, die den Job besser machen könnte. Ach, da bist du ja, Orden. Juhedi sucht nach dir. Oh, ja, natürlich. Ist nicht wahr. Du wirst gebraucht. Na schön, dann bis später. Grüß Joe von mir. Und jetzt geht die Arbeit los. Mann, das ist eine Menge Welt für eine Frau allein. Da ist es gut, dass ich nicht solo unterwegs bin. Stimmt doch, oder, Ralf? Nenn mich Armberge. Okay, und dann würde ich hier erstmal den Break machen. Dann war das soweit ganz cool. Nächstes Mal machen wir noch das Postgame und den DLC. Ich werde mal schauen, dass ich mir den kaufe, falls ich ihn nicht habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ja, das wird nochmal ganz cute, würde ich sagen. Und dann sind wir mit Forspoken fertig. Daher, yay!